Hallo Leute und herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe meiner Joomla Tutorials. Das Video ist entstanden aufgrund einer Frage, die mir Dennis Mader unter einem meiner Videos gepostet hat. Da ist nämlich darum gegangen um die Menüs und Dropdown-Menüs und da ist ihm aufgefallen, dass bei mir die Breadcrumbs eingeschalten sind. Und da hat er mir eben gefragt, wie er das aktivieren kann, weil bei ihm ist anscheinend nichts zu sehen. Und jetzt zeige ich euch einmal, beziehungsweise auch dir, Dennis, wie das funktioniert. Und zwar hier habe ich die Testseite von mir am Laufen und hier ist die Zeile, um die es eigentlich geht. Das sind die Breadcrumbs. Die aktuelle Seite ist jetzt momentan die Startseite und wenn ich da auf ein Untermenü klicke, dann wird das halt hier angepasst, beziehungsweise man kann dann auch in eine nächste höhere Ebene einfach durch einen Klick reinspringen kann, wieder zurück zur Startseite. So, ihr habt schon gesehen, ich bin da im Backend schon angemeldet und hier habe ich schon offen die ganzen Modulpositionen, das habe ich auch schon gezeigt in einem Video, wie man sich die anzeigen lassen kann. Und wir wollen das so, wie wir es halt jetzt da hier haben, hier ist es, unter dem Dropdown-Menü wo immer die Breadcrumbs angezeigt bekommen. Sprich, das ist entweder die Position 1-1 oder die Position 2. Das können wir uns dann aussuchen, welche der beiden Modulpositionen wir da verwenden. Also, gehen wir als erstes auf Erweiterungen und Module. Und da müssten eigentlich die Breadcrumbs drinnen sein. Hier haben wir es. Bei mir sind die aktiviert auf Position 2. Falls das nicht aktiviert ist, beziehungsweise nicht veröffentlicht ist, dann schaut das so aus. Dann muss man das halt noch veröffentlichen, beziehungsweise sicherstellen, dass es überhaupt eine Modulposition zugewiesen ist. Also gehen wir mal da rein. Als allererstes müssen wir mal ansagen, was wir da haben. Den Status, jetzt momentan auch versteckt, denn das wollen wir natürlich veröffentlichen. Hier kann man die Modulposition wählen, aber Achtung, es werden wieder sämtliche Templates, die auf diesem Joomla installiert sind, angezeigt. Also dann bitte auch achten, dass ihr in der richtigen Rubrik seid, weil man sieht nämlich das Allrounder verwendet und hier die Fußzeile Mitte Position 10 verwendet, dann wird das noch nicht angezeigt, weil das ist nämlich die Position für Spees. Also zum richtigen Template, bei mir ist halt jetzt so das Less Allrounder und da gibt es halt irgendwo die Position 2. Oh, Top-Panel bin ich drüber gerutscht, oder? Breadcrumbs, Position 2, hier ist es. Dann kann man hier das so einstellen, wie es halt bei mir ist. Da gehe ich jetzt näher nicht drauf ein. Und was dann ebenfalls noch ein Fehlergrund sein könnte, warum es nicht angezeigt wird, ist nämlich hier bei der Menüzuweisung. Da kann man nämlich bei der Modulzuweisung auf allen Seiten anzeigen lassen. Dann wird es immer angezeigt. Dann kann man sagen, zum Beispiel auf keinen Seiten anzeigen lassen. Ja, das ist glaube ich auch selbsterklärend. Und dann haben wir noch zwei Auswahlmöglichkeiten. Nur auf den gewählten Seiten anzeigen lassen oder nur auf allen außer den gewählten Seiten anzeigen lassen. Sprich, wenn man das anklickt, dann bekommt man sämtliche Untermenüs, Unterkategorien. Und da kann man halt dann auswählen, nur auf den gewählten anzeigen lassen, hast du jetzt da bei mir auf allen anzeigen lassen oder Videotest, da möchte ich das nicht angezeigt bekommen, dann schalte es für Videotest einfach aus. Oder beim Kontakt möchte ich es ebenfalls nicht angezeigt bekommen, dann Haken raus. So, ich lasse es jetzt einmal so, dass man das gleich sieht und sage einmal Speichern. So, keine Fehlermeldung, grüne Nachricht, perfekt. Dann Steuerung F5, um die Seite komplett neu zu laden. Dauert dann ein bisschen länger, aber dann ist wenigstens der Cache geleert. So, und dann sollte es so angezeigt werden wie bei mir. Und hier unten haben wir jetzt Kontakt. Wenn ich da drauf klicke, sollte das unter dem horizontalen Menü nicht mehr erscheinen, weil da haben wir es ja rausgenommen, den Haken. Ja, das Laden dauert ein bisschen länger. So. Hier haben wir das Dropdown-Menü und darunter haben wir jetzt keine Breadcrumbs mehr.
Und genauso sollte es natürlich auch sein beim Videotest. Da sollte es nicht erscheinen, weil da haben wir ja ebenfalls den Haken rausgenommen. Und wenn ich wieder zurückgehe auf Untermenü hier zum Beispiel, dann sollte es wieder da sein. Und dann kann man mit der Maus quasi wieder zur Startseite zurückfolgen. So, Dennis, ich hoffe, das Video hat da das ein bisschen näher gebracht, wo eventuell sich bei dir der Fehlerteufel eingeschlichen hat. Wenn nicht, dann schreib ganz einfach nochmal, wir werden da sicher eine Möglichkeit finden, dass das auch bei dir funktioniert. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen bzw. weitergeholfen, dem einen oder anderen zumindest. Ja, über einen Daumen hoch würde ich mich natürlich wie immer freuen. Vielleicht abonniert der eine oder andere sogar meinen Kanal, um die kommenden Videos nicht zu verpassen. Na, dann bleibt mir nur noch, euch einen schönen Tag zu wünschen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao!